Yo Leute, es gibt wieder ein ganz kurzes Video. Ich werde mir Kartoffelpuffer machen. Werde ein bisschen improvisieren. Ich werde hier Rohschinken reinmachen. Ein Eiweiß. Ich mache erstmal die Hälfte von der Packung. Ich muss gleich durch zur Schule, mache noch Champignon rein. Und das mache ich im Waffeleisen, also no fat. Bin ich mal richtig gespannt, Leute. So, hier habe ich jetzt die Hälfte von der Packung rein, mache jetzt ein Eiweiß rein. Hinten habe ich schon 50 Gramm Champignons lang geschnitten und hier eine Packung Rohschinken light. Bam, so habe ich das jetzt hier vermengt. Jetzt macht ihr noch Gewürze rein, je nachdem, ob Salz, Pfeffer wird passen. Ich habe halt hier das Bratkartoffelgewürz, haue ich jetzt hier rein und dann geht's los. So, Leute, ich habe das auch noch nie gemacht. Aber das ist ein hammergeiler Sandwich-Maker, damit mache ich mir als Sandwich. Da braucht ja kein Öl, da bleibt auch nichts anhaften. Bin ich mal gespannt. Bam, Leute. Boah. Victors Fitnessküche. Bam. Kartoffelpuffer Spezial. Hier habe ich noch was, das haue ich jetzt auch rein. Leute, wie geil. Also, ach und von wegen. Das wird hier hängen bleiben. Schaut es euch an. Hier bleibt. Schaut es euch an. Bam. Da bleibt nichts kleben. Geiles Teil. Das verlinke ich euch auch. Habe ich noch nicht so lang, aber mit Sandwich war es schon geil. Und da gibt es noch einige Sachen, die ich euch dann zeigen werde. Leute, brutal wieder. Wie geil. Und ihr denkt, der ist doch pervers. Da hat sich jetzt Ketchup drauf gehauen. Ja, ich habe mir gerade 20 Gramm von so einem Light Ketchup drauf gehauen. Kriegt ihr auch im Kaufland. Und 20 Gramm. Also ihr seht, 15 Milliliter haben gerade mal 6 Kalorien. Also, das sind 8 Kalorien, was hier an Ketchup. Ihr denkt bestimmt, ungesund. Jo, mir geht's gut, Leute. Pervers, Makros gibt's später. Ich habe euch jetzt extra mit hochgenommen. Ich tue hier gerade mein iPhone wieder reaktivieren. Ich habe es geschickt gekriegt, habe ein neues bekommen. Weil die es nicht hinbekommen haben. Das ist also 442 Kalorien. Hier, die Zutaten nochmal. Ein Eiweiß, 50 Gramm Champignon, 75 Gramm Rohschinkel, Würfeln, eine halbe Packung von diesem Kartoffelpufferteig. Das ist extrem low fat, also 2,1 Gramm Fett, Leute, das ist der Wahnsinn. Also 70,4 Kohlenhydrate und 30 Gramm Protein, das ist super geil, also super schnell gemacht. Ihr müsst halt probieren, ob es mit eurem Waffeleisen, also mit eurem Sandwich Maker klappt. Wenn nicht, also meinen kann ich wirklich. Ich kann euch den richtig, also 100% empfehlen. Ja, da bleibt nichts ankleben. Also ich habe, wie gesagt, das Teil extra lange rum recherchiert und habe mich dann für diesen entschieden. Ich verlinke den auf jeden Fall, da die Frage sowieso kommen wird. So Leute, wisst ihr Bescheid, Ultra Low Fat, das ist der Kartoffelpuffer Victors Fitnessküche Spezial. Werde ich noch andere Varianten machen. Wenn es euch gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben, nicht nach unten. So, kurzer Nachtrag. Die ganzen Kalorien, wo ihr gesehen habt, beinhalten natürlich jetzt auch hier dieses letzte. Ich bin jetzt von der Schule nach Hause gekommen und hau mir halt, da war noch was übrig, ne, von der Masse. Affe zu, Affe tot. So, hau ich mir jetzt wieder rein. Bam. Also bekommt ihr so drei, nennt sie wie ihr es wollt, Kartoffelpuffer-Ecken, ne, dann sind es ja sechs Stück. Okay.